Der Machtwechsel hin zu Otto II. Gestaltete sich einfach. Bereits am Tag nach dem Tod des Vaters huldigten ihm die Großen des Reiches. Brüder und Onkel gab es keine. Nach der Beisetzung des Vaters zeigte sich Otto II. In allen Teilen des Reiches als neuer Regent. Allerdings musste der 18-Jährige das Machtgefüge neu austarieren. Mutter Adelheid war stark, aus erster Ehe Ottos waren mittlerweile Enkel im waffenfähigen Alter vorhanden. Bereits seit 972 gab es in Rom einen Gegenpapst. Die Ehe mit Theophano war zweifellos eine Auszeichnung für die Ottonen, allerdings zeigte es sich nun, dass mit der byzantinischen Prinzessin ein Rückhalt mit mächtiger, eingeheirateter Verwandtschaft fehlte. Zudem war die Ehe noch kinderlos. Als erstes zeichnete sich ein Konflikt mit Herzog Heinrich II. Von Bayern ab. Der 951 geborene und 995 als Herzog von Kärnten gestorbene erhielt später den Beinamen der Zänker. Einen Tag vor Ottos des ersten Tod wurde der Herzog Vater eines Sohnes, der als Heinrich II. Von 1002 bis 1024 König und ab 1014 Kaiser war. Konkret ging es um die Besetzung des Bistums Augsburg, das sich auch über Bayern erstreckte, dessen Sitz aber im Herzogtum Schwaben lag. Nun setzte ein Intrigenspiel ein, das einen vertrauten Herzog Heinrichs II. An die Spitze der Diözese schaffte. Wenige Monate später wurde das Herzogtum Schwaben vakant. Otto bestimmte einen Nachfolger. Daraufhin ging Herzog Heinrich II. Von Bayern ein Bündnis mit Böhmen und Polen ein, was angesichts der ottonischen Ostpolitik als Verschwörung gewertet werden konnte. Heinrich wurde inhaftiert, konnte allerdings 976 fliehen. Nun kam es zum Machtkampf. Heinrich suchte auch im sächsischen Adel Verbündete. Schließlich wurde er exkommuniziert und floh nach Böhmen. Otto II. Ordnete nun den Süden neu. Dem Schwabenherzog Otto wurde auch Bayern übergeben, allerdings wurde Kärnten herausgelöst und mit den Marken Verona und Friaul zu einem eigenen Herzogtum, das Heinrich, dem Sohn Herzog Bertholds von Bayern, übergeben wurde. In der bayerischen Ostmark, dem späteren Österreich, kamen die Babenberger an die Macht. Kriegszüge folgten. Heinrich dem Zänker gelang nun, ein Bündnis mit dem neuen Kärntner Herzog Heinrich zu schließen. 978 wurden beide Heinriche inhaftiert. Neuerlich musste nun die Herzogsfrage im Süden geregelt werden. Otto von Schwaben behielt das verkleinerte Bayern. Kärnten kam nun an Otto, den Sohn Konrads des Roten, und damit an einen Salier. Beide Herzöge verfügten über eine geringe Machtbasis in ihren Ländern. Auch in Lothringen kam es zu Aufständen, die 980 beigelegt werden konnten. Im selben Jahr kam der lang ersehnte Thronfolger zur Welt, Otto III.